Digga, ich steig gerade aus der Bahn raus, Fahrstuhl hoch und denk mir, Kevin treffen mit Skateboard beim Schauspielhaus. Ey, da kommt direkt erstmal ein krasses Gefühl irgendwie hoch wie früher irgendwie, vor 15 Jahren. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, krass, ich fühle mich echt wie so ein Kiddie jetzt. Gerade der sich gerade hier wieder freut, am Schauspielhaus skaten zu gehen. Ey, das ist so crazy, Mann. Zieht euch mal die Rolle an, Alter. Ich glaube, das Kugellager kann ich nachher wegwerfen, wenn ich hier fertig bin, Alter. Hey, Freunde, und herzlich willkommen beim weiteren Spotcheck, Spotcheck Düsseldorf hier am Schauspielhaus. Und wir haben den Park ein bisschen getestet zusammen, ich und Kevin. Ab dafür. Rein theoretisch, einmal hier rein, da raus. Wie man sehen kann, alles nass. Wir checken mal hier das Ding ab. Sieht man nicht so gut auf der Kamera. Sieht man das hier? Da, Mini-Steinchen. Wir machen ein bisschen flat hier. Hier ist schon mal... Der Boden ist erst richtig... Also der Boden ist nicht gerade, der fährt dann mal leicht hoch, runter, bleibst dann an Schrauben hängen, mehr fakey. Das ist jedes Mal das Problem, wenn du jedes Mal hier drauf fährst, dass du Pech hast und dein Board schön im Matsch drin hängt. Den Boden hier abchecken hier. Das ist so ein richtig schöner, rauer Boden, Alter. Okay, hast du überall diese ganz kleinen, feinen Steinchen. Es ist jedes Mal. Olli würde auf jeden Fall hier gehen. Blödes, was genau hier dieses Gitter vor den Treppen. Du müsstest halt, wenn der Van da weg ist, geht's. Vom Boden her ist okay. Da kannst du, er ist hubbelig, aber du kannst drauf fahren. Das ist okay. So, kommen wir zum Fazit. Und unser Fazit, ich fange erstmal an. Ich würde sagen, komm, ich fange erstmal an. Wir haben hier was ganz Offizielles. Ich habe jetzt nochmal offiziell ein Schreiben bekommen, wo halt drin steht, dass das Ganze hier kein Skate... Hör mal! ...kein Skatepark ist.
Ich habe es ja auch jedes Mal in meiner Titelbeschreibung als Anführungszeichen Park hingeschrieben, weil ich mir tatsächlich selber nicht sicher war. Ich war unsicher, ob es ein Park wird oder nicht und was es überhaupt wird, wie gesagt, ja. Deswegen. Ich wusste es selber nicht, jetzt habe ich nochmal das offizielle Schreiben bekommen. Es handelt sich hierbei um keinen Skatepark, das ganze Ding ist nicht für Skater, Biker oder Inlinefahrer gedacht oder Scooterfahrer, whatever, ist dieses Teil nicht ausgelegt, aber wir können das Teil auf jeden Fall benutzen. Es ist erwünscht, dass wir das Ganze hier auch fahren und es ist okay, es wird geduldet. Ein kleines Steinchen, was man auch im Skate-Video so ab und zu mal wahrscheinlich gesehen hat, wo du hängen bleibst, wo ich hängen bleibe, wo Kevin hängen geblieben ist und überall so, ja, so raue Stellen, wo der Beton irgendwie so leicht hochgeht. Du hast hier so leichte Wellen, wo du mal kurz abfährst, runterfährst. Das ist gewöhnungsbedürftig. Für Flatfahren ist das Teil echt schwierig. Aber vielleicht für einen Anfänger oder so ist es cool. Oder einfach mal hier. Wenn du fährst hier in die Stadt und hast dein Board dabei. Du kommst von der Schule oder sonst irgendwas, von der Arbeit. Machst hier mal einen Drop-In, fährst hier mal eine halbe Stunde, fährst wieder nach Hause und gut ist. Dafür ist das Teil, denke ich, ganz cool. Aber so offiziell, so zum Fahren, ist es halt nicht so geil. Ja, das war es eigentlich so von meinem Fazit. Wie gesagt, man kann es fahren. Man muss nicht fahren, es ist kein krasser Spot, man kann ein paar Dinge machen, muss man aber nicht, kann man aber machen. Ja, es ist ganz cool, es wird genehmigt, aber wie gesagt, kein offizieller Park. Aber hier nochmal die Meinung von Kevin, würde ich sagen. Was hast du denn hier zu sagen? Du bist ja jetzt auch hier. Wir waren 2 Tage hier. Von mir kriegst du keine Meinung. Tschö. Hey. Kevin, abgestempelt, die Rampensau. Die Rampensau. Ich bin keine Rampensau, ich kann 2, 3 Tricks. Hat rein. Soll ich das dein kleines Fazit, erzähl mal was. Die Rampe so an sich ist cool. Kann man mal hinfahren, abchecken, ein paar Trickies machen. Ja, dann wird ich aber auch wieder gehen. So. Wenn der Boden so bleibt, der Boden ist jetzt nicht so mein Fall, da bleibst du hängen. Und wenn du im Sommer bist, bleibst du auch hängen. Ja, im Sommer müssen wir abchecken. Glaub ich, ist ja teer hier. Im Sommer können wir tatsächlich noch nichts zu sagen, weil wir halt, war halt noch kein Sommer, so weit sind wir halt noch nicht. Aber wahrscheinlich wird der Boden mindestens genauso scheiße sein, wie jetzt schon ist. Die Rampe, was Kacke bei der Rampe ist, das müssen wir nochmal sagen. Also ich bin hier hängen geblieben, habe hier ein paar Tricks versucht und dann jedes Mal in diese Matsche. Seht ihr diese Matsche? Diese Matsche hier, wenn ihr hier mit deinem Skateboard... Okay, im Sommer ist es natürlich trockener als jetzt in der Jahreszeit, aber es ist alles Matsche. Ja, Eis und Wasser und bäh. Rollen, dein ganzes Setup geht dadurch kaputt. Wie gesagt, es ist... Aber es ist halt kein Skatespot, es ist kein offizieller Skatespot, kein Skatepark oder whatever, es ist einfach... Du bist geduldet hier zu fahren. Wir sind geduldet hier Skateboard zu fahren, Scooter zu fahren, mit dem Bike zu fahren oder mit Inliner zu fahren. Ne? Was du auch immer fährst da draußen. Also der Boden ist hier jetzt nicht so geil, aber der wird wahrscheinlich... Ich weiß es nicht genau, ob der Boden noch gemacht wird oder ob der Boden nicht gemacht wird. Es ist einfach jetzt wieder eine Vermutung, wie vieles in meinen Videos eine Vermutung ist. Keine Feststellung, sondern eine Vermutung, dass dieser Boden hier unten auch noch gemacht wird. Aber ich weiß es nicht 100%. Es kann sein, dass der Boden auch so bleibt. Was ich ein bisschen komisch finden würde, wir checken einfach ab. Das werden wir in weiteren Updates hier vielleicht auch nochmal beim Spotchen sehen, wenn ich das Ganze dann auch noch weiter. Ich habe das Ganze von Anfang an verfolgt. Also werde ich es auch bis Ende, bis das Ding fertig ist, verfolgen. Würde ich sagen. Das war's vom Video und wir verabschieden uns. Eins will ich noch sagen, vor allem könnt ihr noch so geil von den Anlauf nehmen, einmal da hoch, dann könnt ihr den Manual langziehen oder Nose Manual. Hast du leider nicht gepackt, aber ist machbar, ist machbar. Würde gehen. Wird auf jeden Fall gehen. Sieht doch ganz cool aus, wenn man so in die Perspektive mit der Kamera teilweise ein bisschen spielt. Okay, die Bäume sind ein bisschen weg, aber vielleicht könnte man das mit ins Bild reinarbeiten oder so. Aber ist ja egal, darum geht's ja nicht. Wir machen ja hier keinen Sommer, wenn die Bäume wieder blühen, da wird das schon ein bisschen wir werden es nochmal im Sommer abchecken. Ja, war schön, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns hoffentlich beim weiteren Video. Kevin, mach mal hier High Five. Ich möchte ein schönes High Five von dir sehen für die Zuschauer hier. Ein dickes High Five. Let's go. Oh, das ist die falsche Seite.